Inventar, ne, da haben wir ja bloß. Sagt doch bloß, das wäre das dritte Baby. Das ist unser Feld. Und ich nehme an, dass es hier hüben ist, aber ich weiß nicht, wie man da weiterkommt. Weil der kommt ja, wenn wir hier rüberlaufen. Und das ist unser Brummer. Kannst du da. Und da rennt die ja dann weg. So, warte, da gehen wir mal hier rüber. Das war hier. Hier war das, ist der Typ, der immer hier das Loch springt. Das glaube ich hier irgendwo. Genau. Warte mal, da gehen wir nochmal hier rüber und gucken mal, was da war. Ach, die Spinne. Hier war bestimmt eine Spinne. Irgendwas müssen wir doch hier. Hier waren die komischen kleinen Puppeln. Ich glaube, hier hatten wir schon jetzt gehört. Genau, das war doch hinterm Blatt. Ja, also nochmal zurück. Zurück, zurück. Ob man von dem Spinnennetz noch was mitnehmen können? Das mit denen irgendwie. Was war denn mit dem gleich? Achso, den können wir ja runterziehen. Ach stimmt, und da genau, haben wir. Genau, da war das so ein Viech unten, was da. Ja, haben wir doch versucht, so Zeug reinzukriegen. Ja, warte mal, was war denn hier? Ui, was ist denn das? Das ist ein kleines Babyblatt. Das kommt schön größer aus mit. Noch mehr raus. Das kommt schön viel raus. Jetzt kann wieder das Einzel, also ja. Ich glaub, irgendwas nee, das war hier rum, hier, die Schnecke. Und da kam die Blase. Und das könnte man irgendwie. Wir hatten den Verdacht, dass man das dort oben zu dem Vieh. Und oben das Vieh kannst du ja ohne andippen, oder? Nee, ja, wie will ich denn das machen, wenn ich das Ding hier ziehe? Blub. Das hat auf jeden Fall nichts miteinander zu tun. Weil es passiert ja nichts. Und auf das Ding kannst du mehrfach draufklicken, dass da irgendwas ist? Naja. Der macht bestimmt irgendwas, wenn die rausgeflogen kommen. Die Schnecke, die haben wir ja schon dazu bewegt, dass er hier rüberläuft. Ich weiß nicht, ob wir hier mit dem Ding was machen müssen. Doch, je mehr wir wackeln, dann kommt er vielleicht irgendwann mal runter. Hier rüber und rüber wackeln? Naja. Sieht ja schon mal gut aus. Na, wir mussten ja schon mal ein bisschen wackeln. Aber was ich öfters wackeln. Komisch. Na, ja, gucken wir erst nochmal die anderen Wege durch. Durch. So. Hier oben war das. Genau. Das. Wir müssen mit Sicherheit noch dort oben rüber. Aber ja. Was kann man denn gegen den Spinnen machen? War hier unten noch? Achso, hier geht's wieder runter zum, wo da die Krabben waren. Ja, da haben wir ja auch hier. Schon eins gefunden. Hier sind die komischen Krabben, die da blöd sind. Ja, wo wir hier runterfallen dann. Was war hier rechts? Hier ist gar nichts mehr. Gehen wir lieber nochmal auf der anderen Seite gucken. Hier hüben. So, was war hier? Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Die Dinger kannst du ja nicht anklicken, oder? Nee, da kommt man ja bis nach oben, indem wir das hier hochwachsen lassen. Elias, geh wieder ins Bett. Da kam wohl ein Kind aus dem Bett. So, nun ist es wieder verschwunden. So, jetzt geht's weiter. Okay, da unten war auf jeden Fall. Ne, da war ja nichts mehr. Wir waren ja auf beiden nicht einmal müssen kennen. Birne? Kannst du an der Birne irgendwas? Nein, hier ging bloß, dass man die Biene ja fliegen lassen kann. Lass ihn immer wieder fliegen. Ja, die setzt sich bloß mal rüber und rüber. Na, da kommt doch aber immer mehr, guck mal. Nee. Wir können bloß noch hier oben irgendwas machen. Aber was wird es sein? Weil die fliegt ja bloß kurz weg. Und was anders drücken kann man ja hier nicht. Komisch, komisch. Dieser da immer bloß.
Piu. Irgendwann hüpft er ja in sein Loch. Ja, das war mit dem war auch nicht groß anzufangen. Was sind doch mal hier irgendwas gebaut können von den Viechern? Viechzeugs. Man kann ja auch bloß das. Man kann ja bloß das. Pio! Schon ist er wieder im Loch, aber jetzt kann man ja nichts mehr machen mit dem Loch. Man kann ja auch niemanden andrücken oder so. Komisch. Jetzt kann man ja auch nichts machen. Man kann ja nichts machen. Riebenbau. Naja, dann bist du von der Spinne. Die hat mir ja schon eins gerettet. Ja, ist er wieder da. Irgendwas ist hier mit der Spinne noch, ey. Mit dem Viech, was hier oben drauf liegt, das brauchen wir noch. Und mit der Blase. Ah. Ah, die ist geplatzt. Ah. So, warte mal, den Tröten. Jetzt haben wir eine Tröte. Ach, damit können wir bestimmt den komischen Käfer vertreiben, den dicken, weil wir doch über die Spinne drüber laufen müssen. War das hier? Warte mal, nee, das war hier noch eins rüber. Hier nach oben war das. Oder hier. Nee, nach oben bitte. Das können wir auch genau, hier. Und hier konnten wir den benutzen. Erstmal rüber gehen und dann müssen wir den. Nee. Gehen wir rüber? Ja, aber. So, und jetzt oben, nach oben. Das hat ja nichts. Hä, wo kann man den sonst noch benutzen? Aber nee, man kann ja hier kann man ja gar nicht rausholen. Also hat es ja irgendwas damit zu tun. Kann man den hier rausholen? Ja. Kann man den nicht, aber wenn man das Viech anlockt, dann kann man den rausholen. Ja. Aber wohin damit? Da rein, dass die Tiere schon in den rein krabbeln? Halt den mal an die Tiere ran. Ja, ich denke, oder wir müssen dem Käfer oder so. Probieren wir uns nochmal auf den Käfer. Ah, jetzt. Oh nein. Da ist auch noch gefallen. Na, jetzt kann man auf jeden Fall über. Was ist das? Das sieht aus wie Schwein. Ne? Ah, das ist eine Baby. Blub. Oh, eingesaugt. Hat er das eingesaugt? Hilfe, schnell hinterher. Mal hier aufgucken. Jetzt schläft er. Aber der hat es doch eingesaugt. So, der hat uns mal seine Lebensgeschichte erzählt. Wir müssen den munter machen, den anderen Mops. Aber wie? Du mal draufklicken. Ja, hier kann man bloß. Auf die Schweinchen draufklicken? Ach. Ne, auf die Schweinchen kann man nicht klicken. Auf die Kleen? Nee. Und auf deine Männeln? Hier oben müssen wir irgendwie. Da kann man ja noch rauf. Kann man jetzt irgendwas klicken hier? Und kannst du die Männeln anklicken? Ne, die Männeln kann ich auch nicht anklicken. Da wurde gerade nochmal der Pfeil nach unten. Ja, das war ja, dass die wieder hier hinlaufen. Ja, aber warum bestimmt erst noch? Irgendwie muss man den doch. Die Eicheln schütteln. Da müssen Eicheln runter. So. Da liegen doch Eicheln. Da hängen doch Eicheln. Kannst ja, du den Ast schütteln? Drauf rumspringen auf dem Ast. Ja, das geht aber nicht. Ah, jetzt. Doch. Ah, jetzt haben die. Ah, Kombination ist gefragt. Jetzt hüpfen die ja drauf. Dann springt er nämlich raus. Juhu! Guck mal, jetzt lacht die oben das Gesicht gleich nochmal. Juhu! Jetzt gehen wir zur Mama zurück. War die hier? Das war doch nicht die Mama. Nein, wir müssen ja die andere Richtung doch wieder zurück. Ah, hätten wir das auch gelöst. Ich glaube nach links, genau. Nein, ich weiß schon irgendwo lang. Jetzt hier nochmal nach links.
Juhu! Wir freuen sich alle, etwa die Gefährten sitzen auch da dran. Oh, was haben wir jetzt? Was ist das? Ach, du musst in den Rädern musst du laufen, so dass die fliegen können. Und dafür machst du ganz viele solche Viechers. Ah, die sind schon drin. Ups, 14 solche Viecher müssen wir sammeln. Oh Gott, wo mussten du die suchen? Ja, bestimmt auf dem ganzen Baum. Guck mal hier. Okay, hier ist der. Ach, du musst in den ganzen einzelnen Dingern gucken. Du musst bestimmt Musik machen. Was ist das? Noch ah. Hier hast du, kriegst du eins zusammen. Oh nein, das war falsch. Das ist auf jeden Fall der falsche Kopf. Was ist das denn für ein Viech? Also der richtige Kopf war das vorhin schon. Ja. Also muss er ganz oben. Also kannst du bloß ganz oben unten in der Mitte sein. Nee, das ist nicht der richtige Kopf. Das ist nicht der richtige Kopf. Ah, jetzt ist der frisch. Jetzt ist der richtige Frosch. Wir müssen den Frosch zusammenbauen. Nee, wir müssen das Rennviech zusammenbauen. Ah. Warte mal, das. Also gibt es ja bloß noch eine möglich komisches Viech. Ui. Hey, warum haben wir jetzt auf einmal wieder den Froschkopf? Die Ente. Ah. Nein. Ah. Nein, das ist falsch. Wann werden wir endlich dieses Spiel begreifen? Oh, du musst die richtigen Tiere generell zusammenstellen. Guck mal, einen richtigen Frosch hättest du ja vor uns beinahe gehabt. Stecker Kopf. Richtig, aber auch. Oh, Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ach, da kann man wohl auch noch gleich anklicken. Nein. Oh, guck mal, jetzt hast du zumindest die richtigen Froschschenkelchen. Ich glaube, du musst auch bloß eh Risches zusammenstellen, oder? Muss alle drei Risch zusammenstellen? Mhm. Hä? Der Frosch ist immer noch drin. Das ist der Richtige. Das ist der Richtige. Ja. Und die Füße. Nein. Oh. Froschfüße, das ist das nervig. Na komm. Ach, das ist doch der Falsche. Ja, eine Froschschnecke. Mit Froschbeinen. Ja, endlich. Juhu. Nummer 1. Juhu. Dann weiter geht's. Wo waren wir jetzt in dem? Jetzt gehen wir mal in die Große her. Aber es ist ja schneit.